wie du sympathisch auf sie wirkst mit der Fadenmethode. Ist dir auch schon mal aufgefallen, dass es Menschen gibt, die augenscheinlich keinerlei Schwierigkeiten haben, Frauen auf ein Date zu bekommen und zudem über ein sehr großes Netzwerk verfügen? Also sprich sowohl private als auch berufliche Kontakte, die sich wie ein Fadennetz einmal durch ihr ganzes Leben spinnen. Und auf dieses Netzwerk können diese Menschen wunderbar zurückgreifen. In diesem Video möchte ich dir gerne in drei einfachen Schritten erklären, wie du die Fadenmethode ab sofort für dich umsetzen kannst, um direkt sympathischer auf Frauen zu wirken. Viele machen es uns vor und es sieht von außen betrachtet, wenn man nicht so ganz versteht, wie es funktioniert, super kompliziert aus. Wenn man jetzt noch eine geringe Meinung über sich selbst hat, dann ist der Super-GAU sozusagen komplett, denn dann scheint es schier unmöglich, selber in die schöne Lage zu kommen, dass auch du einmal von einer Frau als sympathisch wahrgenommen wirst. Wir fangen mit Schritt Nummer 1 der Fadenmethode an. Denn der Faden, das kannst du dir vorstellen wie eine Verbindung zwischen dir und der Frau. Wenn wir eine Verbindung schaffen, also sprich eine Gemeinsamkeit finden, können wir anfangen, den Faden zu spinnen. Und das ist der erste wichtige Schritt. Am Anfang versuchen wir, auf der gleichen Schwingungenebene zu sein. Das heißt, wir lernen eine Frau kennen und schauen, was für Gemeinsamkeiten haben wir, also in welcher Form kreuzen sich unsere Leben und in welcher Form können wir uns einfach sympathisch sein, weil wir merken, wir haben zum Beispiel die gleiche Einstellung zu etwas oder sind in der gleichen Ausgangssituation oder haben irgendein Hobby oder Interessen, die in irgendeiner Form zusammenpassen. Denn bei uns Menschen ist es ganz einfach so angelegt, dass wir uns automatisch Menschen angezogen fühlen und Menschen sympathisch finden, die uns gleich sind. Und das muss nicht in jedem Bereich sein, sondern es ist absolut ausreichend, wenn du eine Frau kennenlernst und es einen Teilbereich gibt, wo ihr merkt, hey, wir haben Gemeinsamkeiten. Das ist schön, darauf können wir aufbauen. Ich möchte dir mal drei verschiedene Optionen geben bei Schritt Nummer 1. Also das heißt, wenn du diesen Faden spinnen möchtest, in welchen Bereichen ihr nach Gemeinsamkeiten suchen könnt. Das ist zum Beispiel, wenn ihr auf einer Veranstaltung seid und du fragst, woher kennst du den Gastgeber? Also das heißt gemeinsame Bekanntschaften, also wo ihr beide die gleichen Leute kennt. Kann man hier direkt eine Gemeinsamkeit herstellen. Das ist eine gute Möglichkeit, weil man ja an Ort und Stelle ist. Wenn das nicht geht, dann kann man sich auf gemeinsame Interessen beziehen. Also das heißt, man kann schauen, was für Interessen haben wir, die in irgendeiner Form zusammenpassen, die sich überschneiden, sei es bei Hobbys, bei politischer Einstellung oder natürlich bei deiner ganzen Lebensgestaltung. Und der dritte Punkt, wenn es wirklich nichts gibt, wo du jetzt in irgendeiner Form darauf zurückgreifen kannst, weil ihr zum Beispiel euch gerade im Supermarkt in einem Gang getroffen habt, dann kannst du hier auf etwas zurückgreifen, wo ihr ja auch eine Gemeinsamkeit habt, denn ihr befindet euch gerade zum Beispiel am selben Ort, im selben Gang, ihr habt vielleicht auf einer Veranstaltung gerade das gleiche Getränk in der Hand. Also das heißt, wir können uns hier auch schon bei der Fadenmethode im Schritt Nummer 1 auf sehr, sehr kleine Kleinigkeiten beziehen. So, haben wir den Faden gesponnen, kommt Schritt Nummer 2. Und zwar den Faden verstärken. Also das heißt, wenn du jetzt in irgendeiner Form mit ihr eine Gemeinsamkeit, ein Interesse hast, dann gehst du jetzt tiefer in das Thema rein. Habt ihr zum Beispiel über ein gemeinsames Hobby gesprochen, was ihr habt, dann kannst du hier wunderbar mehr in diese tiefe Ebene reingehen, indem du so viele W-Fragen wie möglich stellst. Aber mindestens 3 bis 5 Mal. Also was genau die Beweggründe sind, was sie da emotional catcht, warum sie genau das macht, wie es dazu gekommen ist, wo und so weiter. Und natürlich entsprechend auch bereit sein, das Gleiche von dir zu erzählen. Denn es hilft alles nichts, wenn du aufgrund der Fadenmethode eine Gemeinsamkeit findest und dann aber nur wie in einem Interview oder einem Vorstellungsgespräch versuchst, die Frau zu genau diesem Thema auszuquetschen. Also achte immer darauf, dass du natürlich auch bereit bist, genau das, was du sie fragst, dir auch als Antwort zu geben, im Vorfeld dir darüber klar zu sein, was du sagen würdest und wenn sie dich das fragt, dann eben auch entsprechend antworten zu können. Dann geht es weiter, wenn ihr Schritt 1 und Schritt 2 gemacht habt, dann hast du hier schon eine gute Ausgangssituation, um mit dieser Frau auf ein Date zu gehen und sie entsprechend natürlich auch das zu fragen. Denn im Vorfeld ohne Gemeinsamkeiten, ohne Sympathiepunkte, eine Frau nach ihrer Nummer zu fragen, ist zum Scheitern verurteilt. Warum? Weil ihr seid in der sogenannten Non-Commitment-Phase.
Das ist etwas, wo ich mich aktuell sehr, sehr viel mit beschäftige, denn wann ist der Switch von der Non-Commitment-Phase in die Commitment-Phase? Und die findet genau hier statt. Das heißt, ihr habt euch angenähert, habt angefangen zu reden, habt die Fadenmethode Schritt 1 und Schritt 2 gemacht, seid so ein bisschen in den Deep Talk gekommen und jetzt switcht ihr so langsam von der Non-Commitment in die Commitment-Phase, denn sie hat sich ja gerade die Zeit genommen, sich mit dir zu unterhalten. Und wir Menschen sind so gemacht, dass wir unterbewusst, teilweise auch bewusst, immer alles, was wir tun, mit einem gewissen Beweggrund machen. Wenn wir ins Kino gehen, dann ist unser Beweggrund, Spaß zu haben, was Leckeres zu essen, mit Freunden Zeit zu verbringen, einen tollen Film zu gucken. Wenn wir zum Beispiel auf eine Feier eingeladen werden und wir sagen zu, dann haben wir auch hier das Commitment, dass wir sagen, ich möchte mich jetzt schick anziehen, ich gehe auf diese Feier, ich suche ein Geschenk im Vorfeld aus. Das heißt, wir investieren Zeit. Und durch dieses Investieren der Zeit wird die Situation verbindlicher. Das heißt, je länger euer Gespräch in dem Moment geht, desto besser. Aber du solltest es nicht künstlich in die Länge ziehen, um sie sozusagen an dich zu fesseln. Also das heißt, entwickel einfach auch ein Gefühl dafür, wie wohl fühlt sich deine Gesprächspartnerin gerade mit dir und wie lange sollte das Gespräch noch gehen, bis du so ein bisschen von der Non-Commitment-Phase in die Commitment-Phase kommst. Sie hat genug Zeit mit dir verbracht, um zu sagen, hey, ich möchte jetzt gucken, wofür habe ich mich jetzt so lange mit dir unterhalten? Wohin kann das mit uns noch führen? Ja, gerade wenn sie natürlich auch Single ist, das setze ich voraus. Und dann könnt ihr in den dritten Schritt der Fadenmethode hüpfen. Der dritte Schritt ist natürlich nur optional, wenn du wirkliches freundschaftliches oder emotionales Interesse an dieser Person hast. Also das heißt, wenn du jetzt einfach nur einen lockeren Zeitvertreib suchst und wirklich einfach nur mit ihr plaudern willst, dann ist dieser dritte Schritt nur optional. Und zwar geht es hier darum, den Faden zusammenzuschweißen. Also das heißt, je mehr Gemeinsamkeiten du jetzt mit dieser Frau findest, desto höher ist die Sympathie von euch beiden zueinander und vor allen Dingen natürlich ihre Sympathie zu dir und die Bereitschaft, den Kontakt weiterzuführen. Das heißt, auch hier ist es ganz, ganz wichtig, nicht verbissen, weil ihr ein Thema gefunden habt, auf diesem Thema zu bleiben, sondern einfach auch eine weitere Gemeinsamkeit hinzuzufügen, damit die Sympathie noch weiter steigt. Also das heißt, was kannst du jetzt für dich aus diesem Video ziehen und wie solltest du in Zukunft auf Frauen zugehen? Dir sollte klar sein, dass Menschen sich zu Menschen hingezogen fühlen, die sich ähnlich sind, weil dann entwickelt sich wirkliche Sympathie. Der Benefit ist immer so ein gegenseitiges Thema. Also das heißt, was bringt ihr das Gespräch, was bringt dir das Gespräch? Spaß, Mehrwert, in irgendeiner Form kurzweiliges Gespräch, nur wenn man vielleicht sowieso gerade in der gleichen Schlange steht und so weiter, um dann eben gemeinsam zu schauen, wollen wir das in irgendeiner Form fortführen? Und hier ist eben ganz, ganz wichtig, dass du für dich auch bewertest, finde ich diese Frau interessant genug, um weiter Zeit mit ihr zu verbringen. Denn dieser Gesprächseinstieg mit der Fadenmethode eignet sich natürlich auch wunderbar beim Ansprechen von fremden Frauen, um zu schauen, wer bist du, was bist du für ein Mensch, wie interessant finde ich dich wirklich? Ich habe dich jetzt von Weitem gesehen und könnte mir vorstellen, dass du interessant bist. Wissen tust du es erst, wenn ihr euch einige Zeit unterhalten habt. Ich konnte schon hunderten Männern dabei helfen, sympathischer auf Frauen zu wirken, um dann natürlich auch Dates und eine Freundin zu bekommen. Und dir kann ich auch helfen. Über diesen Link unten in der Infobox kannst du dich für ein kostenloses Erstgespräch eintragen, damit wir deine Situation einmal unverbindlich analysieren und schauen können, wie wir dich bei deinen Zielen unterstützen können. Wie immer freue ich mich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ihr Lieben.